Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Also Füße bekommen? Nein. Ich tu nur Hallo sagen und den Sonnenaufgang genießen. Schön. Was wollt ihr machen? Einfach auf die Plattform. Den Rest erledige ich. Zum Sonnen? Achso, nein, wir wollen ja unseren Büble zurückholen, und das bedeutet, wir müssen jetzt ins Institut einbrechen, und das werden wir einfach jetzt mal probieren. Ja, ich stehe jetzt drauf, glaube ich. Und jetzt? Hat's geklappt? Okay, jetzt nicht mehr bewegen. Okay. Wollen ja keinen Datenverlust beim Molekularstrahl riskieren. Okay. Übrigens, ich habe mir gedacht, dass das die perfekte Gelegenheit ist, so viel wie möglich über das Institut und ihre Pläne rauszufinden. Auf diesem Holoband ist ein Programm, das ihr Netzwerk untersucht und alles kopiert, was es findet. Ja, oh oh. Wir sollten uns besser beeilen. Und keine Sorge wegen des Schlauchs, der darum wackelt. Der Junge ist nur da als Verzierung. Okay, suche nach dem Institutssignal. Generalradio bereit? Hab es! Kneif die Arschbacken zusammen! Ja. Ui. Gut. Gut, wo sind wir hier? Hat es geklappt? Es schaut hier doch sehr modern aus. Also es könnte sein, dass es geklappt hat. Warte. Wir sollen da ein Holoband einlegen, ne? Oh, das wird nicht das sein. Nein, warte. Na komm. Auch nicht. Daten. Da, ich bin ein Depp. Mein Gott. La 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 la. La 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 la. Oder geht das dann vielleicht eher automatisch? Ich probiere es mal, vielleicht geht es ja automatisch. Ah, da wird das sein. Da soll ich das reinstecken, ne? Zugriffsprotokoll anzeigen. Letzter Zugriff. Was ist das so? Scheinbar nicht. Was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Was habe ich denn jetzt schon wieder verkehrt gemacht, Herrschaftszeiten? Aufgaben. So. Legt das Netzwerkscanner-Holoband in das Industrieterminal. Ja, wenn er es nicht macht. Kann man hier irgendwas machen? Auch nur ein Stuhl. Hallo. Wer redet damit? Ich habe mich gefragt, ob du es schaffen wirst. Du bist ziemlich einfallsreich. Man nennt mich Vater. Das Institut wird von mir geführt. Ich weiß, warum du hier bist. Ich möchte mit dir reden. Von Angesicht zu Angesicht. Geh bitte in den Aufzug. OMG! Hab in die Anstalt, ja. Ja, Kruzifix, wie geht denn das jetzt? Ach so, ich bin ein Trottel, ich brauche nur lesen. Bla 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 bla. Das Ende. Netzwerkscanner.
Gott sei Dank, das hat hingehauen. Passt. Und jetzt? Band abspielen. Bla 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 bla. Und? Es passt so, oder wie? Dann hoffe ich, dass es so passt. Schaut nicht schlecht aus. Na, endlich. Ja, ich und Technik. Ich sag's immer wieder. Haben wir hier noch irgendwas zu mitnehmen, bevor wir in den Aufzug steigen? Und uns Ungewissem da zuwenden? Eventuell vielleicht sogar unseren Sohn endlich mal zu Gesicht bekommen, vielleicht ihn sogar mal umarmen dürfen, der mit uns aber höchstwahrscheinlich nichts anfangen können wird, weil wir für ihn Fremde sind. Ja. Und er wird mir wahrscheinlich, oder besser gesagt, ich kann ihm wahrscheinlich den Schuh aufblasen, mehr wird es dann nicht sein. Das soll ein Stuhl sein? Naja, okay. Aha, Bleistift, gut. Auch noch was. Da ist wieder ein Board wahrscheinlich nach draußen. Wenn wir es lebend rausschaffen, das werden wir noch alles sehen, dann würde ich sagen, wir benutzen den Aufzug, ne? Kaputt. Was? Hieß da nicht, hieß es nicht Aufzug nehmen? Ist es dann das hier? Ich kann ja mir vorstellen, was du gehört hast. Was du über uns denkst. Ja. Dir zeigen, dass du vielleicht einen falschen Eindruck hast. Das glaube ich nicht. Willkommen im Institut. Boah. Das schaut aus, oder? Die Realität des Instituts. Dieser Ort. Diese Leute. Unsere Arbeit. Seit über 100 Jahren widmen wir uns dem Überleben der Menschheit. Jahrzehnte der Forschung. Unzählige Experimente und Hürden. Eine Vision, wie die Wissenschaft die Zukunft formen kann. Es war nie einfach. Und unsere Aktionen werden von denen über der Erde oft falsch interpretiert. Eines Tages können wir ihnen vielleicht zeigen, was wir geleistet haben. Bis dahin müssen wir im Untergrund bleiben. Das Risiko wäre einfach zu groß. Wie du gesehen hast, sind die Dinge oben instabil. Ich möchte instabil, dir erzählen, was wir tun können. Für alle. Aber das kann warten. Du bist aus einem bestimmten persönlichen Grund hier. Mit ja, euch alle zu töten. Es. Und meinen Sohn mitzunehmen. Mich für meinen Mann zu rächen. Obwohl ich jetzt eher einen Freund habe, ein ganzes Leben, aber trotzdem. Der erste Mann bleibt der erste Mann. Sean. Sean. Sean? Was? Ja, ich bin Sean. Bist du das? Nach dir gesucht. Du bist es wirklich. Verdammt. Du bist es wirklich. Sean? Wer bist du? Wo sind alle hin? Los geht's, ich bin deine Mama. Sie haben dich entführt. Ich bin deine Mutter. Sean, ich bin's. Ich bin deine Mama. Vater, was ist los? Was geschieht hier? Alles okay? Wir verschwinden. Mama ist da, Mistkerle. Alles okay? Sean, alles okay? Du bist nicht verletzt, oder? Was ist los? Vater, Vater! Was soll ich tun? Öffne die Tür. Alles okay, ich töte sie. Schön, was soll ich tun? Sean, Liebster, was soll ich denn tun? Ich kenne dich nicht, geh weg! Vater, ja. Vater, hilf mir! Hier ist jemand, hilf mir! Vater, beruhige dich. Sprich mit mir, öffne die Tür. Beruhige dich. Sean, bitte. Beruhige dich. Ich hol dich hier raus. Vater,
Vater, hilf mir! Sie will mich entführen! Vater? Vater, hilf mir! Ich glaube, das lief nicht so gut. Wie gesagt, der Bengel... S923, Rückrufcode Cirrus. Faszinierend, aber enttäuschend. Das Kind hat überhaupt nicht wie erwartet reagiert. Er ist nur ein Prototyp. Erst jetzt befassen wir uns mit den Auswirkungen extremer, emotionaler Reize. Bleib bitte unvoreingenommen. Ich sehe, dass du emotional bist und auf deinem Weg hierher viele Probleme hattest. Beginnen wir von vorn. Ich bin Vater. Willkommen im Institut. Bitte, was? Ist es gerade in Sünf oder wie? Vater, das ist Irrsinn. Gib mir schon. Ich könnte dich töten, ja, auf der Stelle eigentlich. Ja, fang mal langsam an. Vater? Vater? Das ist dein Name? Dein Titel? Vater ist mein inoffizieller Titel. Das bin ich für die Leute des Instituts. So wie du ein Elternteil für deinen Sohn bist. Für Sean. Wo ist mein Sohn? Weil der Bengel da drin ist sicher nicht meins. Antworte, Arschloch. Sarkastisch. Hilf mir zu verstehen. Das ist schon eher, hilf mir zu verstehen. Ich möchte nur verstehen, was hier vor sich geht. Ich habe Antworten versprochen und die sollst du bekommen. Aber bitte. Du musst erkennen, dass diese Situation weitaus komplizierter ist, als du es dir hättest vorstellen können. Du bist weit gereist und hast viel erlitten, um deinen Sohn zu finden. Deine Hartnäckigkeit und dein Engagement wurden belohnt. Schön, dich endlich zu treffen. Nach dieser langen Zeit. Ich bin's. Ich bin dein Sohn. Was? Moment. Ich muss mich mal kurz umsetzen. Entschuldigung. So, aufrechte Sitzposition, Hände zusammenschlagen, schlucken. Bitte was? Ich hoffe, du bist nicht zu überwältigt. Na, wenn ich nicht sitzen würde, würde es mich gerade umhauen. Wie was? Das ist verrückt. Du bist es wirklich Unsinn. Na, echt jetzt? Will der mich verarschen? Ich frag mal, bist du's echt? Du bist es wirklich. Nach dieser langen Zeit. Ja, so ist es. Im Vault hast du nicht mitbekommen, wie die Zeit vergeht. Du bist aus der Kapsel gekommen und hast deinen verlorenen Sohn gesucht. Aber dann hast du erfahren, dass dein Sohn ein 10-jähriger Junge ist. Du hast geglaubt, dass 10 Jahre vergangen wären. Ist es so schwer zu akzeptieren, dass es 60 Jahre waren? Das ist die Realität. Hier bin ich. Vom Institut großgezogen. Und jetzt sein Anführer. Mich trifft der Schlag. Aber warum? Ergibt Sinn. Das war nicht richtig. Du wurdest geraubt. Aber warum? Ja, warum? Aber warum? Warum ein Kind entführen? Warum dich? Ah, das ist die Frage, oder? Warum ich? Damals, im Jahr 2277, hatte das Institut große Fortschritte bei der Synth-Produktion gemacht. Aber das reichte nicht. Wissenschaftliche Neugier und das Streben nach Perfektion trieben sie an. Was sie wollten, war die perfekte Maschine. Also folgten sie dem besten Beispiel, dem Menschen. Er geht, spricht, kann sich ausdrücken, ist zu allem fähig. Menschliche Synth. Ich glaube, ich verstehe. Sie brauchten Testexemplare. Ich kann dir nicht folgen. Na, ja,
Testexemplare, definitiv. Für ihre Experimente brauchten sie also Testexemplare. Deshalb haben sie dich entführt. In gewisser Weise schon. Das Institut wollte synthetisch-organische Wesen erschaffen. Der logische Ausgangspunkt war natürlich menschliche DNS. Es gab reichlich, ja. Aber es war alles verunreinigt. In diesem Ödland war jeder von der Strahlung betroffen. Trotz ihrer Versuche, sich vor der Welt da oben zu schützen, wurden Institutsmitglieder der Strahlung ausgesetzt. Sie brauchten eine neue Quelle. Dann hat das Institut mich gefunden, nachdem es Aufzeichnungen aus Volt 111 entdeckt hatte. Ein Säugling, eingefroren und geschützt vor den Mutationen, die sich in jede andere menschliche Zelle im Commonwealth eingeschlichen haben. Sie brauchten mich. Meine DNS war die Grundlage der synthetisch-organischen Lebewesen, aus denen alle menschenähnlichen Synths hergestellt wurden. Ich bin ihr Vater, durch Wissenschaft vereint. Die Synths, ich und du. Mich trifft noch immer der Schlag. Die ganze Zeit über hier gewesen, so viel Zeit. Du bist es wirklich. Glaube dir nicht. Du bist die ganze Zeit hier gewesen. Und du warst die ganze Zeit hier unten? Das war ich. Ja, du hast bestimmt Fragen. Bitte, nur zu. Ich möchte dir helfen zu verstehen. Kellogg, ja, das, dein Vater, das Institut, das reicht. Als erstes mal dein Papst, dein Vater. Er hat dich nie aufwachsen sehen. Ja. Was mit ihm geschehen ist. Oh. Ich habe mir die Aufzeichnungen des Vorfalls angesehen. Anscheinend war sein Tod ein bedauerlicher Kollateralschaden. Viele Jahre lang fragte ich mich nie, wer meine Eltern waren. Ich akzeptierte meine Situation. Und das war's. Mit dem Alter kommen das Bedauern und die Was-wäre-wenn-Fragen. Jetzt zählt, dass du und ich die Chance haben, neu anzufangen. Wie kann ich dich noch beruhigen? Ganz ehrlich, ich habe selber keine Kinder eigentlich noch nicht, ne? Ist auch noch momentan nichts in Planung, aber mir geht das gerade voll an. Echt, mir geht's gerade durch und durch. Das liegt bestimmt an den vielen Sims-Stunden, die ich gezockt habe. Was ist mit diesem Kellogg? Kellogg hat für dich gearbeitet? Kellogg. Als ich hier ankam, war er schon lange beim Institut. Erst als Direktor erfuhr ich von den Dingen, die er getan hat. Davon, was für ein Mensch er war. Du hast ihn benutzt? Du wusstest, dass er ein Psychopath war, aber hast ihn trotzdem eingesetzt? Ich erwarte nicht, Scheiße. Dass du die Entscheidung verstehst oder gutheißt. Das Institut hat Kelloggs Grausamkeit für sich genutzt. Das gebe ich offen zu. Durch Instituts Technologie wurden sein Leben und seine Nützlichkeit verlängert. Weit über das normale Maß hinaus. Er hat das Institut nie enttäuscht. Aber seine Grausamkeit wurde immer offensichtlicher. Ich gebe zu, es ist kein Zufall, dass sich eure Wege gekreuzt haben. Es schien passend, um dich, uns, Rache nehmen zu lassen. Wie kann ich dich noch beruhigen? Wie wär's mit Tabletten? Das Institut. Du leitest also das Institut? Ich bin der Direktor. Ja? Ja? Dafür habe ich jahrzehntelang gearbeitet. Diese Verantwortung nehme ich sehr ernst. Das Institut ist wichtig. Es ist die größte Chance der Menschheit auf eine bessere Zukunft. Egal, was die da oben über uns denken. Warum du brauche deine Hilfe, spielt keine Rolle. Angst vor dir, um Gottes Willen. Na, ich würde nie Angst vor meinem Kind haben, außer es wäre ein Serienmörder oder so. Oder so gewalttätig, dass man Angst haben muss, aber vor ihm kann man doch keine Angst haben.
Jedenfalls, ich brauche mal deine Hilfe und so. Spielt keine Rolle, warum du... Ich hoffe, du bist nicht zu überwältigt. Doch, momentan eigentlich schon, aber brauche ich Hilfe, glaube ich. Wir brauchen deine Hilfe, Sean. Es geht da oben rau zu, gelinde gesagt. Oh, das haben wir versucht. Überrascht? Das Institut wollte beim Aufbau einer stabilen Commonwealth-Regierung helfen. Das endete in Streit, Machtkämpfen. Eine Katastrophe. Wir kümmern uns jetzt um uns selber. Das Commonwealth hat nichts von uns zu befürchten. Das versichere ich dir. Was auch immer du gesehen oder gehört hast, gib mir etwas Zeit. Es gibt noch mehr zu besprechen. Aber das Institut steht kurz vor einigen wichtigen Durchbrüchen. Deine Anwesenheit würden wir sehr schätzen. Ich war hier Teil von etwas Großartigem. Ich habe geholfen, ein Leben für mich und für die Leute hier im Institut aufzubauen. Und jetzt, nach all den Jahren, kannst du dabei helfen. Macht dich das nicht neugierig? Ist es nicht das, was du willst? Ja, er hat schon recht. Verdammt, der kleine Bengel. Ich kann nicht mal Bengel zu ihm sagen. Mist. Hier bleiben? Vielleicht. Ja, nein. Hier bleiben? Du willst, dass ich hier bleibe? Im Institut? Ja, das ist mein Vorschlag. Ist das so schwer vorstellbar? Das Institut kann dir ein besseres Leben bieten, als du es auf der Oberfläche jemals haben könntest. Du warst doch im Commonwealth. Du hast gesehen, wie es da ist. Ich versichere dir, dass du es bei uns besser hast. Herablassend? Weiß nicht. Zustimmen, widersprechen. Ich weiß es echt nicht. Herablassend? Wie kannst du das sagen? Wie kannst du all diese Leute und ihre Taten geringschätzen? Weil es einfach die Wahrheit ist. Und ich glaube, das weißt du auch. Ich bitte dich nur, dem Institut, mir eine Chance zu geben. Eine Chance, dir zu zeigen, worüber ich dir erzählt habe. Wir haben für die Menschheit nur das Beste im Sinn. Wirst du es versuchen? Ich bin mir nicht sicher, aber... Bengel, wenn du mich anlügst, ich versohle dir deinen Hintern, egal wie alt du bist. In Ordnung. Danke. Das Institut ist jetzt dein und mein Zuhause. Nimm dir Zeit und lerne es kennen. Triff die Leute, mit denen du arbeiten wirst. Du solltest dich bei den Bereichsleitern vorstellen. Dr. Fillmore im Bereich Anlagen, Dr. Ayo im Bereich SEB und Dr. Holdren in der Biowissenschaft. Und schließlich Dr. Lee im Bereich fortschrittliche Systeme. Sie wissen über deine Ankunft Bescheid. Triff sie, dann besprechen wir das weitere Vorgehen. Na, habe ich schon mal gesagt, dass mir noch der Schlag trifft? Sean, wegen dieses Zyns. Du meinst das Kind? Ein wirklich faszinierendes Projekt. Natürlich gibt es noch Probleme, aber wir haben beachtliche Fortschritte erzielt. Seltsame Wahl. Warum du? Er ist beeindruckend. Das ist eine Ausgeburt. Na, er ist schon beeindruckend. Er ist auf jeden Fall beeindruckend. Ja, technologisch sind wir an unsere Grenzen gestoßen. Wir haben wertvolle Einblicke hinsichtlich Hard- und Software erhalten. Ich sorge dafür, dass er bald wieder in Betrieb geht. Du wirst Gelegenheit haben, weiter mit ihm zu interagieren. Aber... ich bin zugegebenermaßen neugierig. Jemand, der nach seinem Kind sucht, nach einer jüngeren Version von mir. Was denkst du? Glaubst du, du könntest ihn lieben? Wie einen richtigen Jungen? Einen Synth lieben? Ich weiß es einfach nicht. Hab dich schon gefunden. Niemals. Ich habe aber dich gefunden. Ich brauche keinen Synth. Ich habe den echten Sean gefunden. Ja, aber nicht den Sean, den du gesucht hast. In gewisser Weise entspricht der Synth weitaus mehr deinen Erwartungen.
Ich behaupte nicht, dass ich all deine Gefühle kenne, aber... wenn die Anwesenheit des Jungen ein wenig helfen kann, bleibst du hoffentlich unvoreingenommen. Ach, Büble. Das ist echt unglaublich. Na gut, dann mein Sohnemann. Lass dich von dem, was dich umgibt, daran erinnern, was Wissenschaft und Willenskraft erreichen können. Ja. Wo muss ich denn jetzt eigentlich lang? Darauf? Oder muss ich mit dem Lift wieder fahren? Boah, das schaut's aus, ne? Ich weiß nicht, ist bei sowas... Ich meine, ja, okay, wenn du ein Baby bist und so, ne, und hier aufwächst, fühlst dich ja wie daheim. Aber ganz ehrlich, die eigenen vier Wände, unser altes Haus... Ich vermisse es schon sehr. Was haben wir denn hier? Kann man denn... Man kann das mitnehmen? Das fällt nicht unter Diebstahl? Okay. Na, wenn das so ist. Nehmen wir alles mit. Wow, was war das mit Sean? Verdammt, ich hab's nicht gesehen. Seans Terminal, Passwort. Ich hack's gleich mal, ne? Kellogg. Konrad erhöhte Lebenserwartung. 16. Juli 22, also 2285. Kelloggs gelegentliche Anwesenheit macht die anderen immer noch nervös. Zuerst dachte ich, sie wären nur durch sein Selbstvertrauen und seine Arroganz eingeschüchtert. Oder hätten vielleicht einfach Angst vor seiner Person. Immerhin ist er ja ein Killer. Aber beim Beobachten ihrer Reaktionen und Einschätzen ihrer Seitenblicke ist mir etwas anderes aufgefallen. Etwas, das ich vermutlich hätte vorhersehen sollen. Neid. Kellogg ist ein lebendes Denkmal für ein vergessenes Programm. Er ist ein aufgewertetes menschliches Wesen, eigentlich ein Cyborg, und die Verbesserungen, die er erhalten hat, sind nicht von der Hand zu weisen, aber die Wissenschaftler. Hier dürfen sich überhaupt nicht für optimierende Reflexe oder einer erhöhten Kampfstärke interessieren. Nein, die Ursache ihres Neids ist etwas Praktischeres und Ursprünglicheres. Seine erhöhte Lebenserwartung. Wie lange wird Kellogg leben? Ja, scheinbar sehr lange. Wenn er eines natürlichen Todes stirbt, wie unwahrscheinlich das auch sein mag. Das ist schwer zu sagen. Er ist bereits mehr als 100 Jahre alt. Schon damals? Das jetzt wäre schon über 300? Puh. Ungefähr, also wow, ne? Auf jeden Fall älter als jeder andere Mensch im Commonwealth. Seine gesamte Psychologie wurde verändert. Vielleicht erreicht er die 150, vielleicht sogar 200. Den Kleingeistern sei ihr kleingeistiger Neid gegönnt. Kellogg ist ein lebender Beweis für die Genialität und Überlegenheit des Instituts. Und ich empfinde durchaus Freude daran zu wissen, dass ihm das unglaublich verärgern muss. Na toll. Jetzt hat er so viel verloren, seine Familie verloren und dann hat es ihm nicht einmal das Sterben gegönnt, ne? Statusberichte. Biowissenschaft. Hydrokulturprogramme in Betrieb. FEV-Labor offline. Robotik. Synth-Produktion normal. Was? Nominal. Entschuldigung, nicht normal, sondern nominal. Produktionsmaterialien komplett vorrätig. Fortschrittliche Systeme, Kindersynth-Projekt unter vierteljährlicher Begutachtung. Waffendiagnose läuft, Phase 3 liegt im Zeitplan zurück. SEP, Direktorzimmer immer noch offline, Agent an der Oberfläche eliminiert. Anlagen. Energieleistung maximal. Luftwasser-Wiederaufbereitungssysteme funktionieren normal. Aha. Persönliche Notizen. Das ist vielleicht interessant. Das Warten geht weiter. Ayo kann nur sich,
Sichtungen außerhalb von Vault 111 und etwas später in Diamond City bestätigen. Ich bin mir nicht sicher, was das bedeutet. Werden wir uns wirklich treffen? War das alles für die Katz? Nein, das war es nicht. So oder so habe ich wichtige Dinge über mich und meine Vergangenheit erfahren. Ich darf nicht zulassen, dass mir Emotionen dabei im Wege stehen. Ich muss einfach nur beobachten und aufzeichnen. Mir wurde mitgeteilt, dass Kellogg offline gegangen ist. Seltsamerweise muss ich an Dr. Walker denken. Er hatte solche große Hoffnungen in Kellogg gesetzt, so viel Vertrauen in die Implantate und darauf, was sie bedeuten könnten. Ich bedauere immer noch, das Projekt beendet zu haben, aber ich weiß, wohin uns das geführt hätte. Walker hätte sich bei seinen Zielen nie zurückgehalten und zu viele andere haben ihm zugehört. Letztendlich glaube ich, dass ich recht hatte. Im Institut geht es um die Bewahrung der Menschheit, nicht um irgendeine bizarre Verschmelzung der Biologie und Technik. Ich habe so einen trockenen Mund, ich sollte mal öfter was saufen, echt. Direktorzugriff, Synth-Abschaltung. Normal, Kello, Konrad, nur irgendwas, okay, Status normal, das ja, scheint es gewesen zu sein. Alter Schwede, unser Büble, ne? Also echt, das einerseits Schock, andererseits Freude, einerseits wieder extremer Schock. Sauberer Globus. Gut erhaltenes Zigarettenpäckchen. Stimmets Bourbon, saubere Kaffeetasse. Wow. So. Ah, da ist auch was drin. Aufzeichnungen des Direktors Nummer 108. Ich hätte auf Wiedergabe drücken sollen. Ist das hier zufällig dabei? Aufzeichnungen mit Adern, Entschuldigung. Da. Wiedergabe. Wiedergabe? Verdammt, Galton. Ah. Was zur Hölle ist da unten los? Ich muss ein außerordentliches Treffen des Direktoriums wegen dieser Sache einberufen. Dieser Synth war ein Prototyp. Er war noch nicht bereit für Feldversuche. Dieser Vorfall in Diamond City bringt jahrzehntelange Arbeit in Gefahr, nur damit wir nicht weiter im Blick der Öffentlichkeit stehen. Lass es mich ganz klar sagen. Meine Zeit als Direktor wird nicht durch die Fehler deiner Abteilung befleckt werden. Ich werde herausfinden, wer diese Tests an der Oberfläche genehmigt hat. Und diese Person wird die volle Verantwortung für die ganze Sache übernehmen. Jawohl. Okay. Das nehmen wir auch mit. Ach Gottchen. Das schaut aber jetzt echt schier aus, wenn ich das alles mitnehme. Das war so schön, wenn alles da so liegt. Ehrlich gesagt. Ah, da ist noch mehr? Ach du Heilige. Da ist noch was. Sind wir jetzt mal fertig? Schaut gut aus. Dann hier noch ein Stück Klopapier. Nehmen wir vielleicht auch mit, oder wie? Sehen wir es jetzt dann bald mal? Herrschaftszeiten. Passt, nichts wie raus hier. Darunter. Wo geht's eigentlich hier lang? Ach so, lol. Okay. Wenn ich jetzt noch weiter runter hatsch. Nur noch den Servo des Hauptantriebs festziehen. Das ist diesen Monat schon der dritte Schaden des Hauptantriebs. Soweit es mich betrifft, können diese alten Modelle nicht früh genug abgeschafft werden. Oh, ich weiß nicht. Die meisten von ihnen haben viel länger funktioniert als vorhergesagt.
Wenn du mich fragst, weisen sie eine hohe Qualität auf. Da hast du wohl recht. Ich kann es kaum erwarten, bis die Gen-3 eingeführt werden. Na also, alles bereit. Einheit kann wieder zurück in den Dienst. Geht's jetzt? Danke nochmal. Natürlich. Moment. Taten. Ab in die Anstalt. So, das hier. Wir freuen uns alle darauf, mit dir zu arbeiten. Das Institut ist mein Leben. Hoffentlich wird es auch deins. Ich habe keine Ahnung. Sie haben es ernst gemeint. Du bist wirklich hier. Tja, also, ich bin Ellie. Ellie Fillmore. Ich bin sowas wie die Chefingenieurin des Instituts. Als Vater uns von dir erzählt hat, konnte ich es kaum glauben. Du hast so viel durchgemacht, da hätten die meisten wohl aufgegeben. Wenn ich fragen darf, was hat dich die ganze Zeit überhaupt angetrieben? Das war nur Sean. Warum fragst du? Überlebenswille? Nein, definitiv mein Sohn finden. Ich wollte meinen Sohn finden und ihn beschützen. Jetzt bist du hoffentlich stolz darauf, was für ein großartiger Mann er geworden ist. Also, ich erkläre dir kurz die verschiedenen Abteilungen dieser Anlage. Danach beantworte ich die Fragen, die du vielleicht noch hast. Du weißt vielleicht schon, dass wir dafür sorgen, die mechanischen und elektrischen Systeme am Laufen zu halten. Wir warten und verbessern alle Systeme, die es ermöglichen, hier zu leben und zu arbeiten. Hinter diesen Wänden befinden sich viele Maschinen, die Luft und Wasser aufbereiten und Energie für die Labore und Quartiere liefern. Unsere Arbeit ist vielleicht nicht so spannend wie die der anderen Abteilung, aber mindestens genauso wichtig. Du bist hier und hast mit Vater gesprochen. Heißt das, du bist an Bord? Womit? Ich sehe mich nur um, absolut. Nicht so schnell. Na gut, absolut. Absolut. Schön zu hören. Da wird Sean ein Stein vom Herzen fallen. Lass dir Zeit. Mach dich mit allem vertraut. Es gibt viel zu lernen. Und eine Reihe von Dingen, die man oben nicht findet. Wenn du noch was über die Abteilung dieser Anlage wissen möchtest, sage ich es dir gern. Wer hat all das hier erbaut? Abteilungspersonal, Strombedarf, gut fürs Erste. Na, wer hat das gebaut? Wer hat all das hier ursprünglich gebaut? Gibt es das Institut schon lange? Der Bau des Instituts ist die Arbeit von mehreren Generationen von Wissenschaftlern. Die Überlebenden des Krieges, unsere Vorfahren, haben im Keller des alten Commonwealth Institute of Technology Zuflucht gefunden. Mit der Zeit gruben sich ihre Söhne und Töchter tiefer in die Erde hinein und bauten immer raffiniertere Wohnbereiche und Labore. Das ist auch heute noch nicht abgeschlossen. Wir graben ständig neue Tunnel für neue Anlagen und Infrastruktur. Stell dir vor, wie es hier in 100 Jahren aussehen wird. Ich hoffe, ich erlebe das noch mit. Wie soll das gehen? Aha, wahrscheinlich die auch schon so optimiert. Boah, schaut das cool aus mit dem Boden. Das ist Wasser. Schaut das cool aus. Ey, das ist echt cool. Aha. Zeit? Also hier drüben haben wir scheinbar das Krankenhaus, wenn man so möchte, ne? Da dürfte dann zum Mittagessen sein. Ich habe eh schon Hunger. Wortwörtlich, mir knurrt echt der Magen. Die Cafeteria. Entschuldigung. Die habe ich am liebsten gemacht. Können wir sie nicht noch etwas behalten? Ich werde Ihr Anliegen gerne an die Abteilung Biowissenschaft weiterleiten. In der Zwischenzeit genießen Sie bitte unsere anderen nahrhaften und wohlschmeckenden Nahrungsergänzungen. Ich möchte Nahrungsergänzung 77. Es tut mir leid, Sir, aber diese Ergänzung ist ja nicht mehr verfügbar. Schön, dass du es geschafft hast. Aus der Maschine. Sehr freundlich. Hallo. Alle freuen sich über das neue Synth-Projekt. Damit ist wohl mein Büble gemeint, ne? Naja, ich bin halt echt gespannt, wenn der kleine Knirps sich an uns gewöhnen kann, sag ich mal. Wir können theoretisch wirklich ein bisschen die Zeit nachholen, die wir mit unserem echten Sean verloren haben, ne? Ich muss mal schauen, Herrschaftszeiten, wo ist denn der Nächste? Das ist so groß hier, wen muss ich denn jetzt suchen eigentlich? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich gehe mal da lang. Ich hoffe mal, dass das stimmt. Das schaut aber so cool aus. Mit einem Bankerl zum Sitzen. Es ist halt schon wirklich cool. Übrigens die ersten grünen Bäumchen, die wir hier sehen, ne, in dem Spiel. Ja, das scheint richtig zu sein.
Biowissenschaft, okay. Oh, der Part ist auch schon wieder zu Ende. Boah, ey, das ist heute echt ein schöner Brocken gewesen, muss ich ehrlich sagen. Geschichtlich war das jetzt echt ein heftiger Brocken. Also, das hat mich ganz schön, ja, überrascht. Das kann ich gar nicht anders formulieren. Wo geht's denn da überhaupt hin? Was ist denn das? Ein Rekorder? Aha. Ich will dann ehrlich gesagt nicht zu viel mitnehmen. Das schaut so viel schöner aus, wenn da was liegt. Ich gehe mal zurück. Das nehme ich da eine... da. Das nehme ich zum, für die Quest und so, ne? Wir können das hier im Laufe der Zeit auch erkunden. Da drüben ist er. Wird er gerade Salat gemacht? Schaut aber fast eher aus wie Mangold. Also Spinat. Boah, ist das cool. Gorilla-Projekt zeigt vielversprechende Ergebnisse. Na! Bitte, behalt deine Bakterien bei dir. Ich bin jetzt mal verkühlt, aber... Ich verstehe. Wollen sie da etwa mit Hilfe der Synth? Ich komme schon langsam mit. Damit wollen sie vielleicht wieder die Erde wieder beleben. Also... Und mit den Pflanzen hier... Das sind sicher so Pionierspflanzen. Da kann man bestimmt wieder verschiedene Bäume und was weiß ich was alles machen. Oh, kann ich mir halt vorstellen. Keine Ahnung, ob ich richtig liege, aber cool. Warte, ich muss mal kurz ein Stück zurück, bevor der mich anlabert. Ist ja geil. Jedenfalls, ich muss den Part beenden. Ich bin gerade voll... Puh, ich muss auch eine Pause machen, weil das war gerade ein bisschen viel, ehrlich gesagt. Für mein armes Gamer-Herz, also ich bin total, also boah, ich hoffe, dass ihr auch ein bisschen boah gerade seid. Auf jeden Fall, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!